Mit Frau Gutwirth. Frau Gutwirth wohnt in der Beermannstraße 22 und die Beermannstraße 16, einem der Häuser, die wegen der 100 abgerissen werden sollen. Und sie hat einen Garten direkt hinter dem Haus, der natürlich auch platt gemacht werden soll. Bitte schön, Frau Gutwirth. Danke. Erstmal möchte ich mich vorstellen, mein Name ist Erika Gutwirth. Ich bin 71 Jahre alt und wohne 67 Jahre in der Beermannstraße. Ich will nicht raus. Die Autobahn muss nicht kommen. Das Geld. Danke. Das Geld können Sie woanders einsetzen. Es gibt noch Kinder, die hungern. Die Schulen brauchen Geld, Krankenhäuser brauchen Geld, Bildung braucht Geld. Das Geld muss nicht so sinnlos verpulvert werden. Recht herzlichen Dank. Und ich drücke die Daumen, dass die Autobahn nicht kommt. Und war sehr nett, dass Sie alle da waren. Ja, vielen Dank, Frau Gutwirth, einer unserer ältesten Kämpferinnen gegen den Ausbau der 100. Bleiben Sie dran, lassen Sie sich nicht einschüchtern. Wir machen weiter mit Robert Rede. Er ist von der Initiative Autofrei Leben. Bitte schön, Robert. Ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Es geht aber heute meiner Meinung nach nicht nur um diese schreckliche Autobahn, um den Lärm, um den Dreck, um die vielen ganzen zusätzlichen Autos, die hierher kommen und unsere Kieze zerstören. Es geht darum, dass viele von uns, ich denke, die meisten eine grundsätzlich andere Idee haben, wie gute Stadtpolitik, wie gute Verkehrspolitik aussieht. Anders als dieser Senat jedenfalls. Man kann in dieser Stadt wunderbar ganz ohne eigenes Auto leben und diesen ganzen Blechwaren überhaupt nicht mitmachen. Wir sind ja nicht eine Minderheit. Es gibt ganz viele Menschen, gerade in Berlin, ganz viele Familien, die hier ohne eigenes Auto leben. 70%, laut Aussage des Senats selbst, 70% aller Menschen in Berlin und in der Innenstadt noch sehr viel mehr, haben kein eigenes Auto. Und trotzdem ist der öffentliche Raum, der Straßenraum, für den Kraftfahrzeugverkehr reserviert. Und die Radfahrer, die Skater und die Fußgänger vor allen Dingen werden an den Rand gedrängt. Jetzt stellt euch mal vor, wie eine Stadt aussehen würde, in der es überhaupt sehr viel weniger Autos geben würde. Es wäre möglich, dass alle Menschen den öffentlichen Raum gemeinsam nutzen und gestalten könnten. Es gäbe sehr viel mehr Grünflächen, Spielplätze, sehr viel mehr Radwege. Und der öffentliche Raum wäre wieder ein Ort der Begegnung und des Aufenthalts für Menschen und nicht eine reine Verkehrsfläche. Der Verein, also mein Verein Autofrei Leben, möchte eben die Menschen, die bewusst und gerne auf ein Auto verzichten, zusammenbringen und der schweigenden Mehrheit der Autofreien eine Stimme geben. Auch und gerade hier in Berlin. Und wir kämpfen dafür, wir wollen noch viel mehr Menschen dazu motivieren, freiwillig sich von ihrem Auto zu befreien, weil es ist ja eine Autobefreiung, kein Verzicht, damit in Zukunft solche Monster wie 100 überhaupt nicht mehr geplant werden. Wenn ihr euch informieren wollt, ihr findet uns im Netz unter autofrei.de oder, ja, ich finde es auch schrecklich, Facebook, Autofrei Leben. Danke. Ja.